Ich verfolge die Meisterschaft immer, schon seit 2 Jahren. Und da merkt man schon, dass das Level sehr, sehr hoch ist. Also all die Fahrer, die hier vorne mitfahren, sind konkurrenzfähig auch in allen internationalen Meisterschaften. Deswegen habe ich schon gewusst, dass ich eine sehr, sehr gute Vorbereitung machen muss hier. Ist mir glücklicherweise gelungen, aber war nicht einfach. Wir sind in der WTCA die Nordschleife und eine andere Variante der Grand Prix-Strecke gefahren. Und deswegen war die Strecke halt für mich neu. Bei der Vorbereitung habe ich mir sehr, sehr viele Onboard-Videos angeschaut. Luca Engstler hat mir ein paar Videos geschickt. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und wir hatten auch ein bisschen Daten vom vorigen Jahr, weil die TC Germany ist ja letztes Jahr hier auch gefahren. Also ich hatte schon eine gute Basis. Aber das Gefühl, an einem Rennwochenende teilzunehmen, ist immer hilfreich, weil wir waren schon ein, zweimal testen dieses Jahr. Ich habe es genossen, das Auto zu fahren, aber das Gefühl ist halt anders, allein testen zu fahren und dann am Rennwochenende mit Druck gegen andere Rennfahrer anzutreten. Also es ist schon hilfreich, weil du kommst in den Rhythmus eines Rennwochenendes, also ich bin schon zuversichtlich.